Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute habe ich wieder einen klassischen Kuchenrezept für euch, und zwar Bienenstich. Ich habe aber meinen Bienenstich ein bisschen leichter vorbereitet als das Originalrezept und dadurch ist das richtig super lecker geworden und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Für den Teig brauchen wir 500 Gramm Mehl, 175 Gramm weiche Butter, ein Würfel frischer Hefe, ein Esslöffel Zucker, ein Ei, 200 ml lauwarme Milch und eine Prise Salz. Ich gebe erstmal die Milch, Zucker und frische Hefe in eine Rührschüssel hinein, vermische das Ganze und lasse es 10 Minuten gehen. Danach kommen die restlichen Zutaten hinein und dann wird der Teig vorbereitet. Ihr könnt das natürlich in einer Küchenmaschine vorbereiten. Dann habe ich den Teig abgedeckt und an einem warmen Ort so ungefähr eine halbe Stunde gehen lassen. Für den Belag brauchen wir so ungefähr 150 Gramm Mandelblätter, 100 bis 150 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker, 2 Esslöffel Honig, 50 ml Schlagsahne. Außer die Mandeln habe ich alles in einen Topf hineingegeben und einmal erhitzt. Also ich habe das einmal aufgekocht und danach die Mandelblätter hineingegeben und vermischt. Den Teig habe ich auf ein Backblech gegeben, welches ich mit Backpapier ausgelegt habe und mit den Händen einfach ausgerollt. Und darüber habe ich dann den Belag gegeben. Ich habe den Teig auf dem Blech nochmal weitere 15 Minuten gehen lassen und anschließend im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad so ungefähr eine halbe Stunde gebacken. Der Kuchen ist raus aus dem Ofen, den lasse ich jetzt vollständig auskühlen und bereite in der Zwischenzeit die Creme vor. Für die Creme habe ich 2 Packungen Vanillepudding nach Packungsanleitung vorbereitet und einmal auskühlen lassen. Ich habe den Pudding mit einem Mixer schön cremig geschlagen. Normalerweise wird in den Pudding 250 Gramm weiche Butter löffelweise eingearbeitet. So ist die Creme original. Da ich aber keine Butter in eine Creme in dieser Menge mag, habe ich einfach eine Packung Schlagsahne geschlagen und untergehoben. Den Kuchen habe ich jetzt aus der Form rausgeholt und einmal in der Mitte durchgeschnitten, da es mir zu viel wird. Also ich kann euch empfehlen, die Hälfte einzufrieren, so habe ich das auch gemacht, und die andere Hälfte mit Creme füllen, wenn es für euch zu viel wird. Wie gesagt, die eine Hälfte habe ich in das Gefrierfach hineingegeben und die andere Hälfte habe ich dann einmal in der Mitte waagerecht durchgeschnitten. Über die untere Hälfte habe ich die Creme glatt gestrichen. Ihr müsst einfach mal gucken, wenn ihr nur die Hälfte vorbereitet, ob die Creme zu viel wird oder ob das für euch so passend ist. Und die obere Hälfte habe ich dann schon mal in Stücke geschnitten und über die Creme gegeben. Mein Bienenstich ist servierfertig. Jetzt werde ich den Kuchen einmal für euch anschneiden. Dadurch, dass ich das obere Teil schon in Stücke geschnitten habe, ist das sehr einfach für mich, den in Stücke zu schneiden. Also der ist wirklich super cremig und lecker geworden, wie vom Bäcker, und richtig leicht, dadurch, dass ich keine Butter hineingegeben habe. Jetzt werde ich den einmal für euch probieren. Also ich kann nur sagen, super, super lecker, so wie Bienenstich schmecken muss. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten Video.